Herzlich willkommen zu einer weiteren Cheesy End of Deutsch Show. Wir hoffen, euch geht's gut und ihr freut euch auf die heutige Show. Dann würde ich jetzt mal das Wort an Mario abgeben und würde mal dich kurz fragen, auf was können sich unsere Zuschauer denn heute freuen? Tolles Intro, Björn. Als allererstes muss man natürlich mal sagen, dass wir uns überlegt haben, dass ja vielleicht ihr Zuschauer in Zukunft das Intro gestalten könnt. Also einfach die Zuschauer begrüßen zur Cheesy End of Deutsch Show. Wir sind gespannt, was ihr uns zuschickt und das Thema, worüber wir heute hauptsächlich reden werden, ist das Thema Virtual Racing, also Rennen, die nicht auf der Straße, sondern im Computer stattfinden. Und was haben wir noch? Sag du's doch. Wir haben sonst noch Race News, was natürlich auch wieder relativ dünne ausfällt derzeit. Und was haben wir die noch? Die beliebte Caption Competition, wie immer am Ende. Caption Competition, wie konnte ich die vergessen, genau. Ja. Wie schon angesprochen, geht es in unserer heutigen Lead Story um das Thema Virtual Racing. Das ist ja wirklich gerade aufgrund der Corona-Krise in aller Munde. Viele Profis befinden sich gerade auf Rennen bei Zwift und natürlich viele Amateure und Hobbysportler. Und wir möchten einfach mal heute diskutieren, wie das in der Zukunft aussehen könnte, ob vermehrt Profis an Virtual Racing Rennen teilnehmen werden und was überhaupt hinter Virtual Racing steckt. Ja, ich würde einfach mal sagen, Mario, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen. Gerne, Björn. Also beim Thema Virtual Racing, das bedeutet einfach nur, dass man über Plattformen wie Zwift oder auch andere Rennen gegeneinander fährt auf dem Hometrainer, jeder bei sich und nicht in einem Peloton, wie man so schön sagt. Und das Ganze findet nicht auf der Straße, sondern im Computer statt. Und ja, es gibt Leute, die denken, das könnte eine weitere Disziplin im Radsport werden, ähnlich wie Straße Mountainbike Cross, gibt es dann einfach bald auch noch Virtual Racing. Und ja, sag mal, Björn, wäre das was für dich? Nochmal ein Comeback im Virtual-Bereich? Nee, ich glaube, ich werde kein aktives Comeback mehr geben. Weder als Straßenradprofi, großer Mountainbiker oder als Virtual Racing-Fahrer. Ich sag mal so, die Zeit ist rum. Man hat es eingesehen. aber nichtsdestotrotz, ja, finde ich das einen interessanten Ansatz, den wir da haben. Mit Virtual Racing. Ich denke, aus meiner Sicht im Allgemeinen gesehen, ist es doch eine schöne Sache, weil sich Amateursportler, Hobbysportler, Ambitionierte einfach auch mit den Profis messen können. Sie wissen, wo ihre Form steht, können das Ganze ein bisschen abschätzen dann im Nachhinein, wenn die Rennen durch sind. Und ich meine, was gibt es nichts Schöneres, als sich mit den Profis mal hin und wieder zu messen. Das ist ja auch lobenswert und ansonsten, ja, denke ich, ist es immer nicht verkehrt, auch fürs Ego mal das ein oder andere gute Rennen absolviert zu haben. Das stimmt natürlich, ja, das ist eine gute Chance für alle und jeden, sich tatsächlich mal in einem und demselben Rennen wie, was weiß ich, Greg van Avermaet, der jetzt vor kurzem hier die Virtual Flandern Rundfahrt gewonnen genau, hat, ja, zu befinden. Die Chance hat man ja normalerweise nur sehr selten oder man sieht die Jungs mal am Streckenrand. Was man natürlich auch sagen muss, ist, das Ganze ist deutlich ungefährlicher, also Stürze oder so weiter ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das da passiert. Mein Coach hat früher mal gesagt, wer Angst hat vor Stürzen, der soll lieber angeln gehen. Jetzt heutzutage kann er das ja gar nicht mehr sagen, weil die Leute, die Angst vor Stürzen haben, können ja auch auf Zwift ganz einfach rennen fahren, beziehungsweise Virtual Racing gibt ja nicht nur Zwift, aber es ist schon die Hauptplattform, würde ich sagen. Stimmt, oder? Stimmt. Plus, es ist ja auch ein Zeitpunkt. Ich meine, nicht jeder hat die Zeit, einfach mal am Wochenende ein Rennen fahren zu gehen oder auch unter der Woche. Ja, so. und man spart sich noch die Anfahrtszeit. Ich meine, wenn Radrennen also in der Pfalz stattfindet, das muss man erstmal in die Pfalz fahren und das spart man sich ja. Man muss einfach nur im Keller bzw. dahin, wo die Rolle halt steht. Absolut, also das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt, den wir da haben mit den Smart-Trainern, dass man da wirklich auch detailgetreu die Strecken nachfahren kann und sich dann eben am Ende des Tages ein Kräftemessen liefern kann und dazu noch mit den Profis. Also was gibt es am Ende des Tages Besseres? Aber meine nächste Frage jetzt ist, Mario, was denkst du denn in der Zukunft? Werden die Profiteams
vermehrt auch auf Virtual Racing unterwegs sein und werden das als wahren Wettkampf ansehen? Oder meinst du einfach, das passt nicht so wirklich in den Rennkalender rein? Ich meine, aktuell haben wir ja das Problem, dass wir nicht viele Rennen haben und dadurch ist das ja ein gutes Training für die ganzen Profis. Aber in der Zukunft, wenn alles wieder auf Normalbetrieb umgestellt wird, da sehe ich das Ganze doch skeptisch, dass die Profis auf Dauer wirklich sich auf Virtual Racing betätigen werden, weil der Rennkalender ist ja wirklich proppenvoll über das ganze Jahr, plus Training, plus Reiserei. Sag mal deine Meinung, was denkst denn du? Ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich meine, wenn das so extrem viele Zuschauer hat, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann Livestreams, beziehungsweise gab es ja jetzt schon. Und dann ist es natürlich für die Sponsoren auch von Vorteil, auch virtuell ihre Trikots präsentieren zu können. Ob das dann tatsächlich die gleichen Profis sind, die auch auf der Straße Rennen fahren, oder ob wir dann da eine ganz neue Profiszene sogar sehen, weiß man ja nicht. Wird man dann sehen, aber ist auf jeden Fall spannend und mal schauen, wo die Entwicklung hingeht. Ja, bin ich ganz bei dir und am Ende des Tages gibt es ja dann wirklich vielleicht separate Zwift-Teams der jeweiligen Profi-Teams und wir haben dann nur noch Zwift-Spezialisten in diesem Team. Oder Zwift-eigene Profi-Teams gibt es ja vielleicht auch. Oder natürlich so. Also, aber komm schon, Björn, das wäre doch, ich finde, da würdest du schon gut reinpassen. wenn, dann möchte ich natürlich nur mit dir im Duo fahren und dann, wie schon zuvor mal angesprochen, auf einem Tandem, weißt du, da mal gemeinsam sind wir stark. Genau, ja. Richtig. Aber wir fahren ja auch wieder diesen Mittwoch Radrennen auf Zwift. Da könnt ihr auch gerne beitreten und mitmachen. Ich denke, es wird nicht so schwierig sein, Björn zu schlagen. Wenn es mir aussieht, müssen wir mal schauen. Ich bin auch schon länger nicht mehr schnell Rad gefahren. Aber bei letzte Woche, ja. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gerne am Mittwoch wieder rennen mit Björn und mir. Dann würde ich einfach abschließend sagen, da wir jetzt das Thema so ein bisschen beleuchtet haben, teilt uns doch einfach mal unter dieses Video eure Kommentare mit, eure Meinung. Sollten die Profiteams in der Zukunft vermehrt auf Zwift setzen? Ist das eine Sparte, die für Virtual Racing, die für die Zukunft einen großen Markt bietet für die Teams? Ja, teilt uns einfach eure Meinung mit und wir sind gespannt. Ja, genau, darauf. Und sagt auch mal, ob ihr selber schon an Virtual Races teilgenommen habt oder es vorhabt, in Zukunft mal zu machen. Und vor allem, ob ihr Mario schon mal geschlagen habt. Gut möglich. Ja, leider haben wir keine Race News, aber natürlich hoffen wir alle darauf, dass wir bald wieder Ergebnisse etc. für euch bieten können. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder ein paar Race News und zwar eine Sache oder eine Nachricht hat uns erreicht und zwar hat Mark Cavendish sich geoutet. Er hat nämlich gesagt, dass er im Jahr 2018 an Depressionen litt und das Ganze wohl schon länger der Fall war. Aber auch erst im Jahr 2018 diagnostiziert wurde. Er hatte ja die letzten Jahre wirklich eine schwierige Phase, ist oft gestürzt, war oft krank, aber aufgrund dieser Depression lässt sich wohl einiges erklären. Es ist zu hoffen, dass er, wie er auch selber sagt, er ist darüber hinweg, dass er, wenn die Rennen wieder stattfinden, auch wieder durch ein positives Tal schreitet. Ansonsten haben wir noch eine Nachricht aus Österreich und zwar werden dort bis Ende Juni keinerlei Radrennen stattfinden, was doch einige Veranstalter betrifft und natürlich auch einige Teams hart trifft, die keine Rennplanung planen können und dadurch auch keinen großen Sponsoring-Effekt haben. Ganz genau, da kann man gespannt sein, wie die Lage sich in Frankreich entwickelt, denn wie wir alle wissen, wäre im Juli die Tour de France und bisher wurde sie nicht abgesagt und die ASO hat ja auch bei Paris-Nizza ganz schön durchgezogen, trotz Kritik und das Rennen bis auf die letzte Etappe stattfinden lassen. Deswegen können wir uns eventuell im Juli doch auf eine Tour de France freuen und ich denke, damit steht und fällt auch vieles andere im Radsport. Also ich denke, wenn die Tour abgesagt wird, dann sagen auch viele andere kleinere Rennen ab und wenn die Tour stattfindet, dann denken sich diese kleineren Rennen auch, ja okay, wenn es sogar die Tour de France gibt, dann können wir unsere Rennen ja auch durchziehen und ich denke, genauso ist es auch mit Teams, also die können diese Phase bis Juni vielleicht irgendwie überbrücken.
wollen dann aber im Juli auch eine Tour de France fahren mit extrem viel Zuschauern im Fernsehen, aber auch an der Strecke. Beziehungsweise vielleicht gibt es ja eine Tour ohne Zuschauer an der Strecke, wer weiß. Könnt ihr ja auch mal schnell kommentieren, vielleicht, ob ihr denkt, dass es möglich wäre, eine Tour ohne Zuschauer an der Strecke durchzuführen, sodass jeder das nur im Fernsehen verfolgen kann. Nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte eigentlich, ist, dass vielleicht das eine oder andere Team sich auch die Tour de France als Deadline gesetzt hat, ob sie dieses Jahr noch stemmen können, auch finanziell, oder ob sie erst in der nächsten Saison dann wieder einsteigen werden. Du wolltest was sagen. Na gut, dann ist an der Stelle einfach. Genau, ich hoffe nur, dass wir zeitnah dann stichhaltige Fakten und Statistiken zum Coronavirus haben. Dass dann auch die Tour de France wirklich anhand diesen stichhaltigen Fakten und Infos entscheiden kann, ob die Tour stattfinden kann oder nicht. Wäre sehr wünschenswert. Und auch ob, genau, und ob sie mit Zuschauer oder mit weniger Zuschauern stattfindet. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, dass man zumindest gerade die Teams auch mal irgendwo wissen, wie das Ganze überhaupt weitergehen soll. Und da müssen wir einfach drauf warten, was die medizinischen Abteilungen der jeweiligen Länder am Ende für Statistiken und Fakten vorlegen. Aber eins könnt ihr sicher, über eine Sache könnt ihr sicher sein, wir werden es euch in der Show erzählen, sobald es Neuigkeiten gibt. Richtig, Mario. In dieser Woche haben wir natürlich wieder unsere Swift-Workouts und auch ein Rennen für euch. Was wir euch jetzt mal mitteilen möchten, damit ihr euch auch die Zeit nehmen könnt, um mit uns zusammenfahren zu können in dieser Woche. Und zwar haben wir am Freitag ebenfalls um 20 Uhr das Workout Swift Academy 2019 Semifinals Anaerobic Kapazität, ebenso mit mir. Und dann dazwischen noch am Mittwoch um 11.30 Uhr ein Rennen, und zwar mit dem Namen Trofeo Bologna Race über knackige 8 Kilometer, geleitet vom superstarken Mario alias Jens Vogt. So Mario, ich habe da mal eine Frage an dich. Wir haben ja diese schöne GCN-App. Und ich würde dich doch mal bitten, dass du unsere Zuschauer aufklärst, was hinter dieser GCN-App so steckt. Klar, kann ich machen. Wie Björn schon angedeutet hat, kann man sich seit neuestem im Apple App Store oder auch in Android eine GCN-App runterladen. Das ist eine tolle Sache, finde ich. Dort kann man seine Fahrräder hochladen, dort kann man Rennergebnisse sehen, dort kann man einfach auch News aus dem Radsport sehen. Man bekommt sogar ab und zu Push-Benachrichtigungen, wenn, keine Ahnung, irgendwas Gravierendes halt passiert. Und was vor allem für euch gut ist, wo ihr nämlich was gewinnen könnt, ist, indem ihr unter der Rubrik Inspiration ein Bild vom Radfahren hochladet, beziehungsweise irgendwas, was mit Radsport zu tun hat und andere Leute dazu inspiriert, aufs Rad zu steigen. Wie gesagt, wenn ihr dort ein Bild hochladet und in die Beschreibung oder den Titel etwas Deutsches reinschreibt, dann sehen wir das von GCN auf Deutsch und wir suchen das beste Bild raus und verkünden dann in jeder Show, ähnlich wie bei der Caption Competition, immer einen Gewinner über das inspirierendste Foto, das uns zugesandt oder hochgeladen wurde in der App. Also viel Spaß damit. Dann würde ich einfach mal sagen, lasst euren Inspirationen freien Lauf, oder? Ja, genau, genau. Der Sieger unserer letzten Caption Competition trägt den Namen Tobias Hansen und hat gewonnen mit folgendem Hashtag, und zwar: vor dem Peter brauchst du keinen Mindestabstand einzuhalten. Vor dem Peter. Ich würde einfach sagen, herzlichen Glückwunsch vom gesamten GCN auf Deutsch Team und viel Spaß bei deiner GCN Elite Trinkflasche. Kommen wir aber gleich zum nächsten Punkt. Was gibt es dann in unserer heutigen Caption Competition zu gewinnen und was haben wir überhaupt für ein Foto für unsere Zuschauer, lieber Mario? Also das Foto ist von Paris-Roubaix 2010, als Fabian Cancellara solo gewonnen hat. Und zu gewinnen gibt es auch heute wieder diese rote Elite-Trinkflasche von GCN. Die Leute aus England schicken euch eine frische zu. Sehr denn, schön. Wegen den ganzen Keimen und so weiter wollen wir ja nicht die gleiche immer wieder neu verwenden. Und ja, wie immer, der Hashtag, der dieses Foto am besten beschreibt, gewinnt die Flasche. Was für ein Hashtag würdest du denn drunter setzen, Mario? Weil das war ja in der letzten Zeit immer nur ich und ich würde gerne mal auch von dir einen Hashtag hören. Ja, warte, da muss ich gleich nochmal schnell schauen hier. Ich würde sagen, wer ist der Coolste hier? Wäre mein Hashtag, um dieses Bild zu beschreiben. Der Coolste bin ja eigentlich immer ich.
von uns zwei. Ja, du warst ja nicht dabei. Du warst ja nicht dabei. Das trifft ja aber auch auf mich dann im Prinzip zu. Ja, ja, wenn du meinst, wenn du meinst, Björn. Nichtsdestotrotz würde ich einfach sagen, setz coole Hashtags drunter. Genau. Und am Ende des Tages kann sich der Gewinner auf eine schöne GCN Elite Trinkflasche freuen. Viel Erfolg. So, wir hoffen, dass euch die heutige GCN auf Deutsch Show gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch den Daumen nach oben da. Und für weitere coole Videos abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch. Dann würde ich einfach sagen, bis bald in alter Frische. Genau, wir sehen uns in dem nächsten Video. Ich freue mich drauf. Ciao. Tschüss.